Hallo, willkommen zurück zu einer neuen Episode oder auch der letzten Episode von Damir 1994 Sandcastle. So, es geht weiter mit Reyes und mir. In diesen ungemütlichen Laboren des Castle und auf der Suche nach der Schwester Helen. Bam. Ja, die Bombe lohnt sich. Die lohnt sich definitiv. Einfach mal weggesprengt und bam. Alert. Okay, irgendwas. Ein Alarm wurde ausgelöst. Exit. Ist eine Leiter, aber hier kann ich nicht hoch. Dann also durch die Tür zu gehen. So, Frage ist, hoch oder runter? Oder hier? This must be part of the Abyss Scan program. The doctor was right. They had something big on their hands. Ja, definitiv, sieht man. Okay, so wie es aussieht, kann ich hier runter. Dann gehe ich aber trotzdem nochmal die Räume abchecken, oben und unten. Gehen wir erstmal hoch. Da geht's nicht rein. So viel dazu. Tier. Auch nicht. Gut. Also straight hier runter. So, und jetzt wird hier nochmal gekämpft, garantiert. Es riecht schon sehr danach. Ja, bittigen. There seems to be a passage at the bottom of the pool. I can drain it with this, but it's not running. Hm. Kriege ich das Ding denn zum Laufen? Gibt's Duschen? Ausrüstung? Bitte was? Leer. Spannend, spannend. Da ist eine Tür. Die sogar offen ist. Gucken wir erstmal nochmal, was hier ist. Vielleicht haben sie nochmal irgendwas in den Ecken versteckt. Warum ist die Lampe aus? Ich dachte schon gerade, es ist so dunkel. Ich sehe nichts. Apropos dunkel. Ich werde auch gleich mal Licht anmachen müssen. Ja, ich mach's jetzt. Bin ich so cool. Ich muss dafür noch aufstehen. Ich habe keine Fernbedienung. Aber ich bin hier etwas zu hell. Ich werde mich nochmal kurz ein bisschen... Ich denke mal, das passt schon soweit. Ja. Okay, weiter. Ich wollte noch mal gucken, was hier noch ist. Aha, hier gibt es noch was zum Scannen. Thank you.
Ja, scheint ja irgendwo da hinten zu sein, aber ich komme nicht dran. Also anscheinend kann ich dann irgendwie auf die andere Seite, aber ich kann es nicht scannen. Naja, dann lass uns mal zur Tür hier unten. Vielleicht kommen wir dann auf der anderen Seite irgendwie raus oder so. Muss es wahrscheinlich im rechtzeitigen Moment anhalten. Aber was für ein Stück brauche ich denn? Ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, so ein Stück vielleicht. Ach, das muss da hin. Okay, das war's. Ah, okay, das habe ich nicht gesehen. Ich hab nicht gecheckt, was ich damit machen soll. Okay. Aber jetzt verstehe ich's. Okay. So eins brauche ich. Wenn nochmal eins kommt, dann... Da ist es. Das Rätsel erinnert mich an irgendein anderes. Ich komme aber gerade nicht drauf. Ein Dino Crisis vielleicht war? Da gab es auch irgendwas mit Rohren, glaube ich. Aber ich bin mir nicht sicher. Nailed it. Ja, das war jetzt nicht besonders schwer. Aber ich habe nicht gesehen, was ich damit überhaupt machen muss. Okay, alles klar. Und jetzt? Ach, wir brauchen noch mehr. Ah ja. Aber was weiß ich, was ich da für ein Stück brauche. Ah, ein langes. Da fährt es dahin. Jetzt habe ich hier quasi ein Bioshock-Rätsel ohne Bioshock. Das Timing ist ja auch, wie man das anhalten muss, eigentlich nicht so schwer, aber... Das machen die doch extra. Come on! Okay, ich mach das offscreen. Das frisst einfach alles zu viel Zeit. So, jetzt können wir spannend nochmal zusehen, wie dieses Rohr hier verfrachtet wird. Got it. Reicht das jetzt? Oder brauchen wir noch mehr? Noch eins, da hinten sehe ich noch was.
Das reicht anscheinend noch nicht. Okay, ich weiß, welches wir da brauchen. Das hier. Das ist, glaube ich, ein kurzes, oder? Nee, es dürfte ein etwas längeres sein. Das ist das da. Ich glaube, das dürfte dann aber endgültig gewesen sein mit diesen Scheißrohren, ey. Bayerische Gritzel in anders. Rohre miteinander verbinden. Okay, let go. Alright. Now I should be able to drain the pool. Or else, I swear I'll drown in it. Okay, jetzt kann ich endlich wieder zurück. Here we go. So, ab in das Becken. Dann kann ich auf der anderen Seite auch hochsteigen und das scannen, was ich vorher nicht scannen konnte. Oder komme ich da überhaupt hoch? Ah, die Leiter ist abgefallen, natürlich. Nö. Also anscheinend muss ich hier mit. Ja. Gibt es da was zum Scannen? Aber das muss oben sein. Aber wir fahren runter. I don't really know. Aber nicht, dass ich damit nochmal hochfahren kann. Oder? Doch. Okay, ich werde mal suchen, wie man das scannen kann, ne? Weil sonst verlieren wir auch dazu wieder zu viel Zeit, ne? Bin dann gleich zurück. Bin ja auch doof. Ich hätte auch einfach hier hochklettern können und... Ja. Ist egal. Nicht der Rede wert. So. Entschlüsselte Informationen. Dies ist ein alter E-Mail-Entwurf. Er wurde nie versendet. Oder gesendet. Rückblickend bin ich sogar froh, dass ich dich... dass du dich geweigert hast, hierher zu kommen. Ich vermisse dich, ich vermisse grundsätzlich die Außenwelt. In letzter Zeit musste ich oft an unsere Arbeit auf den North Falls Islands denken. Erinnerst du dich an diese Quallen mit ihren außergewöhnlichen Fähigkeiten? Wir waren der Stolz der US Progress Pacific Division. Wer sonst hätte das vermisste U-Boot aus dem Zweiten Weltkrieg aufspüren können? Beim Absuchen des Meeresbodens vor der US-Küste war unsere Intuition ebenso gefragt wie unsere moderne Ausrüstung. Es war nicht alles Sonnenschein. Ich weiß noch, wie ich die Winkelzüge zwischen der CIA und dem Verteidigungsministerium aufdeckte und sie uns von einem Tag auf den anderen aus dem Projekt ausgeschlossen haben. Ich bin nie darüber hinweggekommen, dass sie unsere gesamte Forschung den Aegis-Laboratorien überließen. Dieses Gefühl der Hilflosigkeit, Betrogen um unsere eigene Entdeckung. Wäre es anders gelaufen, wären wir vielleicht noch zusammen dort, sogar jetzt.
Nun, das spielt keine Rolle mehr. Wir haben es nicht für US Progress oder die Aegis Laboratorien getan. Wir wollen einfach einen Beitrag zum Fortschritt der Menschheit leisten. Ich scheine diese Menschlichkeit irgendwie verloren zu haben. Meide diesen Ort, der in Wahnsinn versinkt. Ich glaube nicht, dass wir uns jemals wiedersehen werden. Aber das ist wohl besser so. Ich bin mir nicht mal mehr sicher, wer ich bin. Auf Wiedersehen. Für immer dein David. Gut, dann gehe ich jetzt nochmal schnell in den Aufzug runter. Das machen wir jetzt auch in einem kleinen Cut. Und dann sehen wir uns gleich unten wieder. So. Nochmal in die Ecken gucken. Nope. Wieder so ein oller Laborbereich, der super komplex und groß ist. Hält's ja im Kopf nicht aus. So viele und lange Laufwege. Einfach nur riesige große Tunnel. Und einfach nichts Interessantes. What the hell? That sound. My head is spinning. Gott. Jetzt nicht aufgeben, nicht kurz vorm Ende. Haben wir es fast geschafft? Wir sind so gut wie am Ziel. Und dann können wir bald sagen, it's finally over. Ich weiß aber gar nicht mehr, wer das gesagt hat. Was, Claire oder Jill? So dieses, it's finally over. Ja, das denke ich mir bei manchen Filmen oder Videospielen oder anderen konsumierenden Medien manchmal auch so, wenn es vor allem sich massiv in die Länge zieht. It's finally over. Möchte ja trotzdem irgendwo dann wissen, wie es dann ausgeht. Ich meine, wenn man dann im Kino sitzt und sich einen Film anschaut, von dem man ganz andere Erwartungen hatte, ist es vielleicht auch noch eine, auch noch ein Take, den ich definitiv verstehen kann dann. So war es bei mir beim letzten Film von Fantastische Tierwesen. Dachte ich auch so, oh, es drückt irgendwie. Nicht auf die gute Art und Weise. Es wird stärker, ja. Das heißt ja wohl, dass wir uns dem Ziel nähern. Okay, da können wir nicht durch. Ja, und so wie es mir scheint, ist das hier ein Kanal bzw. eine Wasserstraße, die wahrscheinlich zum Kühlen auch gedacht ist, eventuell. Hier kommen wir nicht durch. Er verbringt dann aber leider auch sehr viel Zeit damit, durch karge Gänge zu rennen. Ist das irgendwie ein Ding? Oh, der gehighlightete Mann mit der Taschenlampe. Bam! Brauch noch. Thank you.
Oh Gott. Ich hab's geahnt. Okay, schön in Bewegung bleiben. Hier bin ich. Hallo? Ich wollte gerade sagen, der frisst ein bisschen viel Munition, dafür, dass er einfach nur so ein Standardtyp ist. Es gab ja nochmal so einen Grauen. Der war wesentlich schlimmer, weil er konnte ja aus diesen großen Eiern die anderen da rausholen. Das letzte Upgrade-Terminal, wie mir scheint. Tja, viel ist ja nicht mehr zum Upgraden. Es ist nur noch die Frostmine. Mit Q. Altes Fax. Das Fax ist auf Januar 1986 datiert, an Büro des Verteidigungsministeriums General McClinton. Betreff dringender Antrag auf neue Lieferungen von RRM-77 hohe Priorität. Sir, die Umstände erzwingen es, die Berichte über die aktuellen Bestände von RRM-77 im Castle zu aktualisieren. Aufgrund des konstanten Bedarfs an Metall für fortlaufende Experimente des organischen Transfers im Laufe der Jahre sowie die Konstruktion von zwei riesigen AZ-Portale rechnen wir damit, dass wir uns bald gezwungen sehen, die Tests des organischen Transfers zu unterbrechen. Aufgrund der technischen Schwierigkeiten in Bezug auf Beschaffung und Rückgewinnung der RRM-77-Bestände über die externe US-Progress-Basis durch das Abyss-Scan-Programm würden wir gerne eine alternative Lösung vorschlagen. Aufgrund unserer fortlaufenden Überwachung elektromagnetischer Anomalien in der Erdkruste sind wir zuversichtlich, dass wir nun endlich das zweite Teilstück des ursprünglichen Meteorits lokalisiert haben. Der Zugang zu diesem Standort ist jedoch überaus problematisch, da er sich mehrere Meilen unter der Antarktis befindet. Da schlagen wir vor, die Möglichkeit zu nutzen, das externe modularen Portals Z, das aktuell im Orthex Center in Bermuda betrieben wird, zur Verbindung des Zentrums des Castle mit dem Südpol auszuwerten. Sobald das Portal positioniert wurde, können wir die externen Einrichtungen des Abyss Scan Program verwenden, um die Vorräte an Bohr- und Bergungsausrüstung in Tiefen zu transportieren, die für Menschen unzugänglich sind. Dann können wir die beiden Portale einsetzen, um rohe Meteoritenfragmente direkt ins Castle zu transportieren. In Anbetracht der Menge an Meerwasser, das sämtlichen Transfer unweigerlich begleiten wird, antizipieren wir die Einrichtung eines Sarkophagus, um Portal A, der hohen Druck des Wassers aushalten kann, das durch das Unterwasserportal Z eintritt. Nach dem herausragenden Fortschritt des Outland-Programm sind wir der Meinung, dass Sie unsere aktuellen Einschätzungen ernsthaft in Betracht ziehen sollten, um diesen Erfolg auch auf das Programm zum organischen Transfer auszuweiten. Wir haben den enormen Zeit- und Ressourcenaufwand der Einrichtung von Portal Z unter der Eisoberfläche bedacht, jedoch hängt der Fortbestand unserer Forschung gänzlich von dieser Entscheidung ab. Dr. J. Nichols, Koordinator für Beschaffung und Logistik, US Progress, Weiße Division. Portale.
Hab ich's doch geahnt. Und irgendwas löst hier die ganze Zeit einen krassen Bassboost aus. Der Bassboost ist real. Ja, noch was. Hab ich dich. Exit. Noch mehr zum Lesen. Teleportnotiz. Verdammt schlaue Notizen des Vorgesetzten. Das bin ich, ihr Arschlöcher. Diese Notizen sind sehr alt. Es wurden uns zusätzliche Text auf die Seiten gekritzelt und einige Teile scheinen absichtlich verbrannt worden zu sein. Heute haben wir Geschichte geschrieben. Wir haben es endlich geschafft. Dieses Arschloch Brundle hatte die ganze Zeit recht. Niemand wollte ihm glauben, aber das Castle wäre niemals gebaut worden, wenn er nicht seiner Intuition gefolgt wäre. Hier herunterzukommen, um uns auf die Forschung zu konzentrieren, war entscheidend dafür, dass US Progress endlich den molekularen Transfer anorganischer Materie zwischen zwei Blöcken RRM meistern konnte. Die Leute nennen es Teleportation. Es mag wie Science Fiction klingen, doch es ist nicht weit von der Realität entfernt. Es hat jahrelange Versuche und Fehlschläge gekostet, doch wir haben es endlich geschafft, den Transfer von Materie in eine exakte Wissenschaft zu verwandeln. Memo zum Transferprozess. Erstens, zwei Blöcke RRM-77 müssen zunächst auf über 1100 Grad erhitzt werden, um eine plastische Verformung herbeizuführen und die Atome in Ekstase zu versetzen. Diese Aktivierung löst innerhalb von Sekunden aus dem Metall ungewohnte Magnetfeld aus. Zweitens, unabhängig von der Distanz zwischen ihnen werden die glühenden heißen Metallblöcke, wichtig, sie müssen beide auf die exakt gleiche Temperatur erhitzt werden, nicht vergessen, gleichzeitig mit elektromagnetischen Wellen bombardiert, um gegensätzliche magnetische Polaritäten zu erzeugen. Hinweis, der Sendeblock muss positiv und der Empfängerblock negativ polarisiert werden. Dieser Prozess öffnet einen molekularen Anziehungstransferkanal zwischen den beiden RRM-77-Blöcken. Alles innerhalb der angegebenen Triangulationskoordinaten wird vom positiven zum negativen Block übertragen. Radnotiz. Auch wenn es schnell mithilfe von Flüssigkeits-Stickstoffstrahlen abgekühlt wird, verfällt das in diesem Prozess verwendete RRM-77 häufig aufgrund der plastischen Verformung. Ich hoffe, Sie haben einen üppigen Vorrat davon an der Oberfläche. Sollten Sie keine ausreichenden Bestände haben, wird der Fortschritt dieser außergewöhnlichen Entdeckung zum Stillstand kommen. Bleh. Das heißt also, wir haben dieses Metall benutzt, um quasi durch die Erhitzung Magnetfeld zu erschaffen, das wiederum dafür geeignet ist, ein Portal zu öffnen. Sounds crazy. Aber wir sind hier in Area 51. Also, ich denke mal, eine plausible Antwort oder eine leicht zugängliche wird das nicht geben. Was? Robot? Robotic Voice? Well, it's ja, mich auch. I don't know who the fuck he is. There were more of them. That blood.
Das hat sie jetzt. Wer findet's, das behalten. Erhalte die Ogre-DNA. Ogre-DNA. Finde alle Audioprotokolle. Achievement. Okay. Ja, wir haben ja schon gelesen, durch dieses Toxin, durch dieses Daymag-Gas, ne, also wir kennen es ja noch aus dem Vorgänger, haben sie ja versucht, Mind Control an den Leuten und an den Vorstand zu schaffen. Das ist mit Helen wahrscheinlich auch passiert. Also gegen ihren Willen hat sie das getan. Weil sie eine hohe Kompetenz hat, wurde sie wahrscheinlich auch dafür ausgewählt. Oder, wie gesagt, sie hat das einfach aus ihrem freien Willen getan. So, jetzt scheint es bald soweit zu sein. Mal sehen, ob wir das noch hier innerhalb der Folge jetzt schaffen werden. Please wait. Yep. In your head. Bibliothekar, finde alle Dokumente. Achievement. Oh, es ist so viel zu lesen, ganz ehrlich. Ich skipp das. Wobei, wisst ihr was? Dann machen wir gleich Folgenende und dann machen wir in der nächsten Folge einfach einen kürzeren Part, wie wäre es damit, statt dass dieser Part einfach zu lang wird. Dann lese ich das noch vor und dann machen wir gleich Schluss. Datiert auf November 1988. Sir, hier finden Sie den angeforderten Bericht zur Weiterleitung an die übrigen Ratsmitglieder für das Vorgespräch. Einen detaillierteren und umfassenderen Bericht erhalten Sie innerhalb der nächsten Stunden. Wir tragen noch immer die neuesten Informationen zusammen. Vorerst kann ich bestätigen, dass die Situation trotz der strukturellen Schäden, denen das Castle ausgesetzt war, aktuell alles unter Kontrolle bezeichnet werden kann. Aufgrund der Verwirrung, die hier unten im Laufe der letzten paar Stunden eingetreten ist, handelt es sich bei dem aktuellen Dokument nur um eine kurze Zusammenfassung der Ereignisse, die zu dem geführt haben, was wir aktuell als Event Unknown bezeichnen. Die Konstruktion hat 9 Monate gedauert, doch die Arbeiten am Eindämmungssarkophagus um Portal A im Castle wurden abgeschlossen. Im gleichen Zeitraum wurde das externe Transfer Portal Z von Schiffen des Abyss Scan Program an die exakten Koordinaten 85, 50,
ja, Süd. So, 85 Grad 50 Süd und 65,47 Grad Ost transportiert. Die einem der unzugänglichsten und unwirklichsten Orte auf dem Planeten entsprechen. Außenposten 31 Südpol. Nach der Montage wurde das Portal über die anschließenden Monate hinweg unter der Eisschicht versenkt, bis es den Standort erreichte, an dem US Progress den Vorhandensein eines zweiten Teilstücks des Meteoriten ermittelt hat. Sobald wir den vorläufigen Verbindungstest gestartet hatten, empfingen wir verzerrte Nachrichten und sinnlose Telemetriedaten. Doch dann wurde die Situation klar. Ich bin mir unsicher, wie ich es ausdrücken soll, also versuche ich es ganz direkt. Nachdem die Unterwassereinrichtung angegriffen und vermutlich zerstört hatte, wurde eine riesige Kreatur ins Innere des Sarkophags direkt ins Herz des Castle teleportiert. Ich bin mir bewusst, dass dies nahezu unglaublich klingt, doch unsere Entsetzen wurde dadurch weiter verstärkt, dass die Kreatur die Teleportation offenbar, zumindest bisher, ohne jeglichen Anzeichen von Schaden überlebt hat. Trotz der internen Schäden an Portal A hat der Sarkophagus dem internen Druck des Wassers und der Kreatur standgehalten. Wir haben einen Teil der umliegenden Umgebung evakuiert, doch es scheint kein indirektes Risiko für die Struktur oder das Personal zu bestehen. Darüber hinaus legen Aufnahmen der noch immer funktionierenden internen Kameras nahe, dass die Kreatur in einer Art Stase oder Tiefschlaf gefallen ist. Dennoch muss ich betonen, dass unsere Ausrüstung elektromagnetisch Aktivitäten erfasst, die von der Kreatur erzeugt werden, welche in einigen Fällen zu Wellen führen, die sich über einige hundert Meter erstrecken und alle nicht isolierten Geräte beeinträchtigen. Sobald mehr Details gesammelt wurden, folgt ein detaillierter Bericht. Ich erwarte weitere Anweisungen. Karen Ross, Direktorin des Forschungs- und Entwicklungsbüros US Progress. Gut. Ja, und damit machen wir hier jetzt erstmal Schluss. Wir sind bei 37 Minuten, deswegen an dieser Stelle vielen Dank fürs Zusehen bei dieser Episode von Damien 1994 Suncastle. Und das nächste Mal geht es dann wirklich ins große, dicke Finale dieses Survival-Horror-Titels. Und seid gespannt, was uns da unten noch erwartet und wie es ausgehen wird. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.